Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Delias. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einem Gameplay Commentary. Hier seht ihr erstmal mich spielen. Und ich darf wohl mit Fug und Recht behaupten, ich habe den besten Gegner aller Zeiten gefunden. Den Gegner, den jeder haben will. Von dem man am liebsten 6 haben will. Da bin ich nicht hochgeklettert gekommen, weil ich gerade auf die Stats geguckt habe und dann kann man nicht klettern. Und ja, ich bin hier so ein bisschen am Snipen, weil Abonnenten wollten Sniper-Gameplay von mir, aber ich habe teilweise richtige Fails drin. Darum soll es gar nicht gehen. Mein Gameplay ist gerade erstmal wurscht. Der Gegner. Es geht um einen Gegner, ihr werdet es merken. Der hatte im Namen stehen Booster-Helfer oder Boosters-Helfer. Habe ich mir erstmal nicht viel bei gedacht. Ja, vielleicht boostet der mit irgendjemandem. Aber ihr werdet auf den Kollegen noch treffen hier und in dem Gameplay. Und ja, dann könnt ihr mal ein bisschen gucken, was das so für eine für ein Konsorte ist, was das so für ein Typ ist. Jetzt werden wir auch schon den ersten Kontakt mit ihm haben. Watchdog hieß der gute Typ. Er wollte direkt wieder seinen Taktik-Sieg platzieren. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Ja. Also ich kenne den Typen nicht, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich hätte hier irgendwie was geboostet oder so, damit ich. Ne, ich kenne den nicht. Ich bin random auf den gestoßen. Ich dachte zuerst, okay, da boostet vielleicht irgendjemand oder so. Aber nee, war dann doch hier weit gefehlt. Und ja, das ist ein ganz spontanes Ding, deswegen habe ich mir jetzt hier nicht großen Thema ausgelegt, überlegt. Aber das Gameplay ist eigentlich Thema genug. Also, ich spiele ganz kurz dazu, ich spiele die DSR wie immer mit Ballistikprozessor und mit, hier, wie heißt das, Vollmantelgeschoss. Und ja, ich spiele Drohne, Hellstorm Blitzschlag, weil ich eben gesniped habe. Sniper-Gameplay. Obwohl, in den ganzen letzten Spielen habe ich auch gesniped und, ja, ich dachte, da wäre irgendwo ein Gegner, aber keine Ahnung. Ja, so. Ja, ganz kurz. Der ist das, ne? Der kommt auf mich zugerannt und legt erstmal da ganz gemütlich seinen Taktikeinstieg hin. Der kommt, also der Gegner rennt auf mich zu, sieht, dass da ein Gegner ist, legt seinen Taktikeinstieg, lässt sich töten, legt direkt wieder seinen Taktikeinstieg. Was ist das für ein Gegner? Ich hab den Typen so gefeiert. Watch Dogs oder so hieß der Typ, irgendein Ami war das. Ich hab den so gefeiert. Er kam immer auf mich zugerannt. Anstatt mich zu töten, hat er da seinen Taktikeinstieg hingelegt. Da schon wieder. Dachte ich mir, warum nicht? Bester Mann, oder nicht? Ich meine, ich hab den so gefeiert, den Typen. Ich meine, wir haben jetzt 4:38 Uhr. Ja, da trifft man auf jeden Fall hier auch in dem Deathmatch auf ziemlich komische Gestalten. Ja, da konnte ich mich irgendwie nicht hinlegen bei der S-Mine vorhin, aber egal. Ja, mein Score am Ende ist nicht so der Überscore. Darum ging es da auch gar nicht. Das war schon wieder der Kollege. Ich hab ihn nicht früh genug immer erkannt, deswegen habe ich ihn manchmal einfach abgeknallt. Sonst hätte ich ihn natürlich immer wieder seinen Taktik-Einstieg legen lassen. Ich meine, ich glaube, der hatte eine 0,5er KD oder so. Vielleicht wollte er sich den ein bisschen runterboosten und hat sich überlegt, macht er das so? Auf jeden Fall, ich habe den so gefeiert. Ja. Manchmal habe ich dann auch extra erst nicht geschossen, weil ich dachte, vielleicht ist er das ja. Und dann wäre das ja sehr schade. Würden mir ja viele Kills durch die Lappen gehen. Aber egal. Egal, Leute. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Hardscope-Action hier. Ich habe ein paar richtig krasse Hardscope-Fails drin. Also, fuck it. Fuck it, fuck it. Übrigens, wenn ich gesniped wurde an der Stelle, ne? Dann habe ich mir die eigentlich alle angeguckt und es waren eigentlich alles Hardscopes, nur falls es jemanden interessieren sollte. Also so richtige Hardscopes, nicht wenn ich mal eine Sekunde im Scope bin, sondern so welche, wo zu Beginn der Killcam man schon im Scope ist. Generell, hier sind wir dann auch schon so ein bisschen beim Thema Boosten. Also ich finde Boosten komplett scheiße, sowohl Nuklear-Boosten als auch KT runterboosten. Und was gibt's da noch? Jetzt kommt Fail, jetzt kommt Fail. Oh mein Gott, Hardscope Fail. Oh, das war so bitter. Das war so bitter, die Szene.
Na YOLO. Na YOLO. Kann man nichts machen. Ja, genau. Boosten insgesamt finde ich total Müll. Alles, was damit zu tun hat. Genauso wie Dashboarden. Dashboarden und Boosten sind so zwei Sachen. Finde ich gerade super. Jetzt dachte ich mir, komm, machst ein Final Nice. Aber dann hat einfach kein Team. Ich bin extra, nicht getötet, weil, aber kein Team mehr einen Kill gemacht, sonst hätte ich den nicht mehr bekommen. Habe ich dem Magic gegeben. Und ja, jetzt sterbe ich einfach nur noch. Weil ich jetzt den nächsten auch noch irgendwie besonders holen wollte. Aber die hatten eine Escort-Drohne. Und jetzt macht ein Team mit den Kill und aus dem aus. Was habe ich überhaupt? Ich weiß es gar nicht. 23 zu 9. Naja, für die Sniper ist es für mich eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Aber es ging um diesen Watchdog-Kollegen, der hat 0 zu 23. Und ich werde euch das Ganze jetzt nochmal ganz kurz. Nun so ein bisschen, ne? Damit ihr auch seht, dass ich euch nicht verarsche. Aus Sicht unseres Kollegen zeigen. Ja, komm, mach. Ah, das spielt die Standardklasse, sehe ich schon. Er spielt geschützt Loadstar Vitol. Ja, sehr gut. Lässt sich töten. Lässt sich töten. Ist doch geil, der Typ. Ich feier den so. Ich feier den so übelst. Will ja auch ja keinen töten, aber will, dass die Gegner wissen, wo er ist. Was ist das für ein geiler Typ? Ich guck mir auch gerade zum ersten Mal das Gameplay ein bisschen aus seiner Sicht an. Keine Angst, ich werde das nicht ganz laufen lassen. Schwimmen wir mal ein bisschen vor. Er kam, ich habe ihn getötet. Oh, er hat eine AN aufgehoben. Will er etwa jemanden töten? Das war geil, der Typ. Er ballert gegen die Wand, damit die Leute wissen, wo er ist, und hat dann da seinen Taktikeinstieg. Ja, die lassen ihn leider nicht nochmal platzieren. Das wäre sonst total wichtig. Aber man ahnt ja nicht, dass das so ein Gegner ist. Ohne Witz, ich habe so viel Spielzeit, ist das erste Mal, dass ich auf so einen Gegner treffe. Da war ich wieder am Start. Dann nimmt er ihn einfach auf und läuft weiter. Lass mal noch ein bisschen normal laufen hier. Ey, da sieht ein Gegner. Das ist so geil, der Typ. Alter, immer dieser Steine frei mit seinem Anti-Nazi-Emblem. Ja, ja. Versucht ab und zu jemanden zu tomahawken. Geil. Geiler Typ. Solche Männer braucht das Land. Ey, Abonnenten, wenn ihr mir mal nachjoint, ne? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wie geil! Ja, jetzt gut. Wenn ich das Ganze. Was? Film? Egal. Tschüss, Leute, ich bin raus. Man sieht sich.